Guten Tag und herzlich willkommen. Hier meldet sich der Landtag Brandenburg, hier meldet sich die AfD-Fraktion. Hier ist die Blaue Runde, die zweite Ausgabe Ihres Brandenburg-Podcasts im neuen Jahr. Die Blaue Runde, alles, was Brandenburg interessiert. Am Mikrofon für Sie Detlef Friehe und zugeschaltet heute die forstpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion. Ich begrüße sehr herzlich und wünsche ein frohes neues Jahr der Abgeordneten Kati Muxel. Detlef, hallo. Ich wünsche dir ein gesundes neues Jahr, ein gesegnetes neues Jahr und vor allem auch allen Zuhörern ein gesegnetes neues Jahr. Bleibt gesund und bleibt uns vor allem gewogen, bleibt der AfD gewohnt. Vielen Dank. Und bitte auch diesen Podcast natürlich, unserer Blauen Runde, auch im neuen Jahr dreimal in der Woche für Sie da. Wenn wir es irgendwie terminlich hinbekommen, am Dienstag, am Donnerstag und am Samstag für Sie jeweils eine neue Ausgabe unserer Blauen Runde. In dieser gucken wir auf die Brandenburger Forsten. Kati Muxel, du hast auf die Brandenburger Forsten Lars Günther zum Anfang dieses neuen Jahres für doch ordentliches Rauschen im Brandenburger Blätterwald gesorgt und nicht nur da, sondern auch in anderen Medien. Du hast eine Anfrage gestellt an die Brandenburger Landesregierung. Die Antwort ist gekommen. Erstmal, was habt ihr gefragt? Also die Anfrage haben wir natürlich, jetzt muss man sagen, so eine Anfrage an die Regierung stellt man und dann haben die 6 Wochen Zeit zu beantworten. Wir haben die natürlich schon im alten Jahr gestellt, haben jetzt im neuen Jahr die Antwort bekommen und es ging darum, dass sich Waldbesitzer und ich wohne ja auf dem Land, man liest es auch in der Zeitung halt, daran gewendet haben, dass die Diebstähle von Holz, und ich rede jetzt nicht davon, dass jemand mit einer Kiepe in den Wald geht und ein bisschen Holz sammelt, sondern wirklich geschnittenes Holz, was geerntet wurde, was eigentlich nur mit einem Tieflader bewegt werden kann, aus dem Wald gestohlen wird. Und dann haben wir mal die Landesregierung gefragt, was die dann überhaupt darüber wissen, was sie denn vorhaben, dagegen zu tun, wo sie denn meinen, dass die Ursachen sind, solche Sachen. Also Lars lebt ja bei dir in Märkisch-Oderland und auch auf dem Land. Also wir haben die typischen Fragen gestellt, weil Wald ist, was die Grünen immer verdenken, die denken immer, das ist so ein ideologischer Spielball, wo sie ihre Windräder irgendwann reinstellen können. Wald ist Besitz, der wird gepflegt über Generationen. Da stehen Bäume, die sind 70, 100 Jahre alt. Das sind auch keine Dinge, die man in 2, 3 Jahren ändern kann. Und das ist so unsere gute Seele Deutschlands. Und da haben wir jetzt einfach mal gefragt, wie sieht denn die Landesregierung, wenn die gute Seele Deutschlands jetzt vom Diebstahl befallen wird. Und da haben wir die Antwort bekommen und ja, die hat ein relatives Medienecho hervorgerufen, was ich mir aber auch vorstellen konnte, weil die Leute sind sehr unzufrieden damit. Bevor wir auf die Ergebnisse der Anfrage kommen, erstmal für mich zum Hintergrund, für unsere Hörer eventuell auch. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen? Bist du so durch den Wald gewandert, hast festgestellt, ach, da liegt relativ viel Holz rum. Ich frag mal nach, ob sich das jemand unter den Nagel reißt oder gab es da tatsächlich Anlässe, die dich dazu verleitet haben, die Landesregierung dahingehend zu befragen? Also es gab Anlässe, nämlich Polizeiberichte, weil Leute, die von größeren Diebstahl betroffen sind, das sind ja schwere wirtschaftliche Schäden für die Waldbesitzer auch, das natürlich zur Anzeige gebracht haben. Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast das schon gesagt, das rollt man ja nicht mit der Schubkarre aus dem Wald oder mit einem kleinen Anhänger. Da braucht man ja richtig schwere Technik. Funktioniert sowas, ohne dass das jemand mitbekommt? Wird da bei Nacht und Nebel im Dunkeln das Holz geklaut? Also ich bin mir nicht mal sicher, ob das wirklich bei Nacht und Nebel passiert, sondern es gibt ja die 2 Arten von Holzdiebstahl. Wir müssen jetzt wirklich unterscheiden. Wir haben also den kleineren Art von Diebstahl. Das sind also wirklich die Leute, die in den Wald gehen und sich dort mit Holz versorgen, ohne vorher mit ihrem Förster oder dem Waldbesitzer darüber geredet zu haben. Und dann gibt es halt wirklich das, dass mit einem Tieflader in den Wald gefahren wird und ganze Raummeter abtransportiert werden. Also dafür braucht man auch schwere Technik. Und das passiert auch nicht bei Nacht und Nebel. Da fahren ganz normal Unternehmen rein. Die Leute, die da sind, die denken sich doch da nichts Böses. Also wenn ich jetzt durch, ich fahre ja auch so manche Wege lang, wo man ab und zu mal Wald und Forst sieht, da würde ich auch jetzt nicht bei jedem Tieflader anhalten und fragen, haben Sie denn eine Genehmigung, hier das Holz aufzuladen? Und jeder von euch Zuhörern da draußen wird doch beim Waldspaziergang, jetzt vielleicht Neujahrsspaziergang schon mal gesehen haben, ihr lauft im Wald und dann läuft ihr auf den Waldwegen an so großen Stapeln vorbei und die sind dann teilweise auch schon markiert mit verschiedenen Farben. Also erstmal werden sie nach Güte schon mal markiert, sie werden aber auch markiert, von wem sie abgeholt werden oder wer sie verkauft oder wie viele Raummeter da stehen. Also ich frage auch nicht jeden, den ich irgendwo im Wald sehe, wenn er mit dem Tieflader da steht, was er da tut, weil ich davon ausgehe, dass sowas eigentlich nicht üblich war.
Nun ist Holz ja in den vergangenen Monaten, im vergangenen Jahr zu so einer Art Goldstaub geworden. Also es gab Zeiten, da wäre Holzklau im Wald kein Thema gewesen, weil Holz billig überall zu kriegen war. Inzwischen, jeder, der mit Holz heizt, jeder, der aktuell gerade baut, der weiß, wie teuer Holz geworden ist. Mag das da noch mit reingespielt haben, dass das natürlich ein umso lukrativeres Geschäft inzwischen geworden ist, sich da illegal im Wald zu bedienen? Also ich beziehe mich jetzt ungern manchmal auf unsere Medien, die uns nicht immer so gut darstellen. Aber jetzt zitiere ich mal einfach das RTL vom 4. Januar, also von gestern, die dann unter anderem den Herrn Kirchhartz, das ist der Geschäftsführer des Waldbesitzerverbandes, befragt haben, was denn die Ursache ist. Die haben ihn richtig befragt und unsere AfD-Anfrage als Grundlage benommen. Und er hat dann die Ursache ganz klar benannt, die gestiegenen Energiepreise. Wir haben natürlich damit eine unglückliche Entwicklung. Wenn er das so krass formuliert, vermute ich, dass dahinter steckt, ich kann es jetzt nicht sagen, aber dahinter steckt, dass das, was wir auf diesen großen 3 Meter, 4 Meter geschnittenen Baumstämmen sehen, das ist kein Brennholz. Das muss man sich auch nicht vorstellen, dass es jemals zu Brennholz verarbeitet wird. Das ist eigentlich Bauholz für unsere Dachstühle. Das brauchen wir, um irgendwann mal Türen und Fenster zu machen. Das brauchen wir fürs wirkliche Leben, für unsere Infrastruktur. Und wenn die Problematik daran ist, dass die Energiepreise so gestiegen sind, dass es sich für kriminelle Charakter lohnt, sage ich mal, großwertig dieses hochwertige Bauholz zu stehlen oder auch Schreinerholz, um das zu Brennholz nachher auf den Markt zu werfen, dann haben wir ein wirkliches Problem, weil irgendwann wird uns auch dieses Holz als Konstruktionsholz fehlen. Auf jeden Fall. Und das wird die Preise für Konstruktionsholz, fürs Bauen im Allgemeinen noch weiter in die Höhe schnellen lassen. Ja. Kathi Muxel, jetzt schauen wir mal ganz konkret auf die Ergebnisse eurer Anfrage. Was hat die Landesregierung denn mitgeteilt? Ich gehe mal davon aus, dass die Zahlen gestiegen sind, dass im Verlaufe der Zeit, im Verlauf des vergangenen Jahres, die Holzdiebstähle in den Brandenburger Wäldern vermehrt aufgetreten sind. Das war ja das, was eigentlich die Öffentlichkeit so erregt hat. Mhm. Also die Landesregierung hat erklärt, dass sie nur für 2020 und 2021 irgendwas sagen kann. Für 2021 ist es schon leicht angestiegen und für 2022 sind ihr die vielen Vorfälle gar nicht bekannt und sie kann frühestens zum Frühjahr 2023 dazu etwas sagen. Das ist ja schon mal nicht besonders vielversprechend, was da aus Richtung der Landesregierung kommt. Ist das eine reale Aussage oder versuchen die was zu vernebeln? Daraufhin haben sich ja, wie gesagt, andere Medien, die dann diese Antwort der Landesregierung gesehen haben, auch an den Waldbesitzerverband und gesagt. Und die haben eindeutig die extreme Zunahme bestätigt der Delikte. Also wir saugen uns das ja auch nicht aus den Fingern. Aber die Landesregierung will hier etwas nicht sehen, weil sie dann damit konfrontiert wäre, dass das eben nicht nur ein Waldthema ist, sondern das Leben in Brandenburg wie ein Zahnrad läuft. Alles hängt mit allem zusammen. Und wenn wir den Leuten die Möglichkeit nehmen, auf vernünftige Weise ihre Wohnungen zu beheizen, dafür zu sorgen, dass es ihrer Familie warm ist, dass sie was kochen können, oder auch die Sicherheit, dass wenn ein Stromausfall kommt, dass sie wenigstens nicht zu Hause einfrieren oder ihre Oma zu Hause nicht im Kalten sitzen muss, dann hat diese Landesregierung eigentlich die Verantwortung für ihre Bürger verloren. Also sie nimmt sie einfach nicht mehr wahr. Mhm. Sie ist nicht mehr die Landesregierung, die dafür sorgt, dass die Leute vernünftig durch den Winter kommen und keine Angst haben. Und das sind die Auswüchse, die wir da sehen. Das hängt alles mit allem zusammen. Sind wir da auf dem Weg zu einem neuen Straftatbestand? Also wenn es mir so schlecht geht, dass ich mir nichts mehr zu essen kaufen kann und ich mir dann irgendwo ein Würstchen klaue, dann ist das Mundraub. Gibt es dann sowas eventuell demnächst auch im Wald als minder bestraften Energiediebstahl? Also es ist ja so, dass es bis jetzt Status auch schon so ist, dass sich was auf dem Boden liegt, in Kleinstmengen natürlich einsammeln darf. Wie gesagt, in Kleinstmengen. Und es gibt die sogenannten Sammelscheine. Und diese Sammelscheine heißen, dass es dieses Holz, was auf dem Boden liegt, was nicht mehr zusammengesägt werden muss und wo die meisten Brandenburger ganz, ganz ehrlich sind und sich diese Sammelscheine bei ihren Förstereien auch ausstellen lassen. Und man kann damit auch Bruchholz, dafür braucht man dann aber wieder einen Kettensägenschein, im Forst sich machen. Man kann sich auch Holz kaufen. Jetzt ist aber bei dieser Anfrage noch was anderes rausgekommen. Und zwar hat die Landesregierung gesagt, ja, sie sieht das Problem auch. Und sie möchte in Zukunft auch mehr Brennholz zur Verfügung stellen. Also sie sieht,
sie sieht so, sozusagen, weil sie haben mindestens mal, hat Minister Vogel zugegeben, dass er sieht, dass die Leute Angst haben und dass er sieht auch, dass die Leute irgendwas brauchen, um ihre Häuser und Wohnungen warm zu machen. Sie möchte mehr Brennholz zur Verfügung stellen. Jetzt kommt es aber sie kann es gar nicht, weil ihr mittlerweile 25% nur noch Landesforst sind. Und das muss das Nächste sein, was Lars Günther und ich nachfragen. Warum gehört denn dem Land Brandenburg nur noch 25% unseres Waldbestandes, wo sie uns doch immer erklärt haben, dass wenn 300 Hektar wie Tesla abgeholzt werden, sie dafür sorgen, dass diese Flächen auch wieder angekauft werden? Mhm. Haben sie uns da über Jahre belogen? Gibt es da, Kathi Muxel, Vergleichszahlen? Also wie hoch war der Anteil der Waldflächen, die dem Land gehören, vor einem Jahr oder vor 2 oder 10 Jahren? Gibt es da Zahlen? Da wird es Zahlen geben. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da die Beantwortung dieser Anfrage jetzt so kurzfristig ist, dass ich die heute noch nicht habe. Die werden wir uns aber nachfragen. Genau darum geht es. Wir werden jetzt genau nachfragen, wie viel Fläche, wo habt ihr hochwertige Waldfläche abholzen lassen, das Holz irgendwo verwertet? Habt ihr irgendwo dann einen Acker gekauft, wo ihr jetzt nur Setzlinge drauf habt, wo wir vielleicht in 100 Jahren mal einen Ertrag von haben? Wie gesagt, Wald ist auch Ertrag. Das ist nicht nur irgendwas, was sich Leute vorstellen, ich wandere da mal schön durch für meine private Freizeitentspannung. Das ist unser Dachstuhl. Das ist letzten Endes das, was wir zum Leben brauchen. Das ist auch der Lebensraum unserer Tiere. Und deshalb brauchen wir große, zusammenhängende Waldstücke, die nicht zerfressen sind von Windrädern zum Beispiel. Da sind wir schon mittendrin im Thema. Die Grünen machen durch völlig verfehlte Energiepolitik Energie zum nahezu unerschwinglichen Gut. Es gibt Sanktionen gegen Russland, der Ölhahn wird zugedreht, es kommt kein Gas mehr an. Die Menschen können sich kaum noch leisten, die Wohnungen zu beheizen. Und dann kommen die Grünen um die Ecke mit der Lösung und sagen, wir stellen euch demnächst einfach Brennholz zur Verfügung. Kann das der Weg sein, Kathi Muxel? Nein. Ich lache jetzt, entschuldigen Sie bitte alle. Das klingt alles so absurd, aber das ist ja tatsächlich reale Politik, die die Grünen uns hier in Brandenburg in Deutschland aufdrücken. Eben genau das tun sie ja noch nicht mal. Sie beantworten die kleine Anfrage damit, dass sie sich bemühen werden, mehr Brennholz zur Verfügung zu stellen. Aber da ihnen ja nur noch 25% der Waldfläche von Brandenburg gehört, wird sich das auch in einem sehr begrenzten Rahmen halten. Jetzt kommen wir zu der anderen Sache, die wir als AfD-Fraktion schon seit 2019 im Landtag bemängeln und schon da diverse Anträge zugeschrieben haben. Jetzt erst im Dezember unser Haushaltsantrag. Der Landesforst ist das Durchschnittsalter der Arbeiter, die draußen in den Wald gehen, 57. Sie hätten gar kein Personal, uns mehr Holz zur Verfügung zu stellen, als wenn sie es wollten. Und diese Wälder da draußen, ich gebe es zu bedenken, die sind nicht erst seit gestern vernachlässigt. Die sind schon viel länger vernachlässigt. Es waren zu wenig Mitarbeiter da und der Wald wurde nicht gepflegt. Man hat einen ideologischen Gedanken, den die Grünen haben, den Menschen haben, die in der Stadt wohnen, die sich ein Bild vom Wald machen, von einem Urwald, den wir aber in Brandenburg nicht haben. Es gibt in Brandenburg keinen einzigen Hektar Urwald. Wir haben Urwaldbestände, wenn man so will, etwas im Bayerischen Wald gehabt, etwas in den Alpen und hatten es mal im Harz, das ist aber mittlerweile vom Borkenkäfer aufgefressen. Ansonsten gibt es diese Urwälder, was sich die Grünen erdenken, nicht. Und dreitens, wenn wir sie erzeugen wollen, werden sie in 300 bis 500 Jahren da. Wir haben hier Kulturlandschaften und auch unsere Tiere in den Wäldern sind an unsere Kulturlandschaften angepasst. Und wir brauchen unseren Wald so, wie er ist und der muss gepflegt werden. Und das kann diese Landesregierung mit ihrem Landesforst gar nicht mehr sicherstellen, weil sie gar nicht genug Mitarbeiter dafür hat. Gucken wir noch mal ganz kurz auf die Brandenburger Forstwirtschaft, Kathi Muxel. Wie ließe sich denn dieses Problem des Holzklaus, der ja in absehbarer Zeit vermutlich nicht besser werden wird, denn die Energiepreise steigen weiter. Okay, wir sind dann irgendwann aus dem Winter raus und dann wird vielleicht nicht mehr ganz so viel geklaut. Aber wie ließe sich denn das Problem des Holzdiebstahls aus unseren Wäldern irgendwie in den Griff bekommen? Doch vermutlich nicht, indem man besser auf die Wälder aufpasst. Das geht ja nur dadurch, dass man die Anreize, sich Holz unter den Nagel zu reißen, in irgendeiner Form abstellt. Ja, und wir müssen auch ganz klar unterscheiden, dass dieses, sag ich mal, großflächig gestohlene, also ich würde mal sagen gewerblich gestohlene, also
kriminell in Verbänden gestohlen. Also man fährt nicht mit einem Tieflader und einem Bagger oder was einfach so oder einem Greifer einfach so in den Wald, dass das ja auch eine wirtschaftliche Katastrophe für die Waldbesitzer ist. Wir haben ja Menschen, die leben von ihrem Wald seit Generationen. Die pflegen den, die forsten den wieder auf. Die erwarten, dass ihre Enkel von etwas, was sie jetzt einen Baum pflanzen, da werden die Leute nicht mal erleben, dass dieser Baum groß ist. Und das ist auch diese Lebensleistung dieser Waldbauern, dieser Waldbetriebe. Und die brauchen wir unbedingt. Und diese Lebensleistung wird zerstört und auch die wirtschaftliche Sache. Das hat ja auch der Waldbauernverband gesagt, der Waldbesitzerverband. Vielmehr, die stehen vor einem wirtschaftlichen Ruin. Wenn ich einen Einschlag mache, also Einschlag heißt, ich fälle Bäume, die dann zwischen 70, 80 Jahre alt sind, also die Leute, die sie fällen, nicht selber gepflanzt haben, dann sind das Beträge, wo wir reden über 10.000, 15.000 Euro, teilweise auch mehr, je nachdem, was die Bäume wert sind. Das brauchen die natürlich auch, um ihre Familien zu ernähren, um ihre Mitarbeiter zu bezahlen, um wieder neue Bäume zu kaufen, um den Wald aufzupflanzen. Und da muss man auch sagen, es wird heute auch nicht mehr der einzelne Forstbetrieb, der einzelne Waldbesitzer fällt auch nicht selber. Da werden Lohnunternehmen bestellt, die müssen bezahlt werden. Jetzt fährt er irgendwann in seinen Wald und sein Holz ist weg. Also nicht nur, dass der Wald weg ist, er hat auch noch einen richtigen Schaden. Und das kann in einer wirtschaftlichen Katastrophe enden. Was sicher passieren wird, ich denke mal, dass die privaten Waldbesitzer werden ihre Stämme, die sie im Wald lagern, bis zur Verladung sichern. Mit Kameras, denke ich mal. Also das wird auf jeden Fall kommen. Und was diese Landesregierung auf jeden Fall tun sollte, wäre der dringende Aufruf, sich an die Bundesregierung zu wenden und diese unsinnige Energiepolitik sein zu lassen, weil die ist die Ursache des ganzen Übels. Sagt die Abgeordnete und forstpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag, Kathi Muxel, bei uns in der Blauen Runde in diesem Podcast. Kathi, du hast es gesagt, diese Anfrage hat nicht alle Fragen beantwortet, aber dafür neue Fragen aufgeworfen. Ihr arbeitet da schon dran. Du und dein Fraktionskollege Lars Günther werdet euch dieses Themas auch in den vor uns liegenden Wochen und Monaten weiter widmen und erstmal rausfinden, warum gehört eigentlich der Brandenburger Landesregierung inzwischen so wenig von unseren Wäldern. Und vielleicht im gleichen Zug, wer hat da jetzt die Hand drauf? Wem gehören die Brandenburger Wälder? Ist da eventuell schon was, ich spekuliere jetzt ganz wild, in Vorbereitung? Denn es wird ja immer wieder auch von den Grünen in die Diskussion gebracht und auch in die Tat umgesetzt, dass da Windräder in den Wald sollen. Und wenn mir Wald gehört. Ich lese dir gerade was vor. Ich habe es eben, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, in der Recherche gelesen, weil ich jetzt danach mich daran setzen wollte. Und da steht jetzt eindeutig schon veröffentlicht auf der Internetseite des Umweltministeriums, Suchraum im Angebot. Der Landesbetrieb Forst Brandenburg ist gemäß politischer und gesetzlicher Vorgaben damit beauftragt, Flächen in Verfügungsberechtigung der Landesforstverwaltung für erneuerbare Energien zur Verfügung zu stellen. Im Bereich Windenergie erfolgt das über die Verpachtung von geeigneten Flächen. Also denke ich da in genau die richtige Richtung. Ja, darauf bin ich jetzt eben gerade gestoßen, wirklich eine halbe Stunde, bevor wir jetzt angefangen haben. Und ich muss sagen, das ist ja nun schon, dass die also dafür eine extra Liegenschaftsmanagement schon eingerichtet haben, wo ein Kontakt, ein Herr Jens Wedlich ist, der dann auch noch der Sachbearbeiter dafür ist, muss ich sagen, das finde ich schon wieder sehr an den Dingen vorbei, wie man mit der Sache umgehen sollte, weil das heißt ja im Prinzip, sie haben schon vor, unseren Wald weiter zu zerstören. Und die Einzigen, die sich da mit aller Kraft gegenstemmen, sind die 23 Abgeordneten der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag und ganz vorne mit dabei unsere Abgeordnete Kathi Muxel aus Grünheide. Kathi, herzlichen Dank für den Moment. Du hast uns nicht viele Antworten der Brandenburger Landesregierung übermitteln können, aber du hast uns gezeigt, was da in nächster Zeit und auch im neuen Jahr auf die Brandenburger Landesregierung an Engagement der AfD-Fraktion für unsere Natur, für unsere Wälder und für den Erhalt vor allen Dingen unserer Wälder zukommen wird. Kathi, dafür erstmal an diesem Punkt herzlichen Dank. Danke dir, Detlef. Und ich sage euch da draußen, geht in eure Gemeinden, macht Rabatz, wenn irgendein B-Plan beschlossen werden soll, der auch eure Waldgebiete betrifft. Lasst euch das nicht gefallen. Und ich war über Silvester nicht im schönen Brandenburg, sondern in einem anderen schönen Bundesland in Thüringen, wo es auch viel Wald gibt. Und da gab es einen wunderschönen Silvestergruß. Und den möchte ich euch auch noch zusenden sagen. Gott schütze Deutschland und er schütze uns vor den Grünen.
Ich denke, das können wir gebrauchen. Danke. Und dem ist tatsächlich viel nicht hinzuzufügen, außer vielleicht, das war die blaue Runde. Mit Detlef Friehe für Sie am Mikrofon. Dankeschön fürs Zuhören. Bis zur nächsten Ausgabe. Eine gute Zeit. Tschüss. Die blaue Runde. Ganz Brandenburg in einem Podcast.